hier ist Ronja und die Izzy und ich sind Versuchskaninchen für einen Wissenschaftler, der uns in verschiedene Träume steckt und wir müssen hier hochklettern, sonst sterben wir. Ich glaube, überleben. Im Traum. Du musst unter jetzt hier. Oh, guck mal, wir werden überfahren, deswegen. Ah, oh. Oh mein Gott, du musst schnell hoch. Ich bin oben. Was war eigentlich dein schlimmster Albtraum? Ich wollte gerade fragen. Ich glaube, ich hatte so einen richtig weirden. Da war ich in meinem normalen Haus, wo ich früher gewohnt habe, aber das war unter Wasser alles, weil der Wasserspiegel extrem angestiegen ist. Und da war so ein riesiger Fisch. Und der war halt böse. Ach. Der konnte aber reden. Alles klar. Den habe ich ein paar Mal gehabt, den Traum, als ich noch klein war. Da war ich richtig so, oh Gott, der Fischtraum wieder. Na klar. Alles klar, das ist ja richtig cool. Was ist dein... Oh, hast du etwa Angst vor Fischen? Nein, eigentlich gar nicht. Was ist dein größter Albtraum? Mein schlimmster Albtraum war, dass mich eine Katze verfolgt hat und gefressen. Wirklich? Ja, ich bin nur eine Maus. Ach so. Upload complete. Da sind wir. Okay, wir sind winzig. Okay, was könnte denn hier eine Gefahr sein? Wo müssen wir uns in Sicherheit bringen? Ja, der Bräuler da, der ist eine Gefahr. Oh, guck mal, hier kannst du hochklettern. Oh, warte mal, ich komme zu dir. Ah, hier ist cool. Das ist ja cool. Versteck dich mal im Hühnchen. Im Hühnchen? Das kann ich nicht, das ist solide. Da kann man sich nicht drin verstecken. Ich kann mich im Waschbecken verstecken. Meinst du, man kann da durch den Lüftungsschacht? Oh mein Gott, man kann durch den Lüftungsschacht. Oh mein Gott. Da kommst du richtig weit hoch. Das schnell, Ronja! Ich glaube, da sind wir am besten. Hier, die anderen sehen das alle gar nicht. Safe. Okay. Und dann kannst du hier so rausgucken. Oh, voll krass! Hast du schon mal geträumt, dass du klein bist? Ja, ich glaube nicht, nein. Nee. Also außer als ich klein war, ein Baby. Vielleicht habe ich da geträumt, ich wäre klein. Oh, guck mal, da ist noch... Wir haben ein Erdbeben, glaube ich. Ah, guck mal, krass, wir haben ein Erdbeben! Oh, guck mal, man sieht oben in der Traumebene, wo der Wissenschaftler das noch erstellt hat. Siehst du das? Ah, alles klar, voll cool. Als ob. Hier bricht alles auseinander. Ich glaube, aber hier oben sind wir immerhin sicher vor fallenden Gegenständen. Nein! Ah, nein. Meine Wand! Oh, komm her! Oh, oh. Ah, ich fall fast runter. Ja, hier raus? Das ist nicht stabil. Nicht stabil? Das fällt. Das rutscht. Ah, es rutscht. Und dann die Wand bewegt sich auch. Alles klar. Alles fällt auseinander. Wo sollen wir hin? Ronja, wo sollen wir hin? Ich weiß es nicht. Okay, ich gehe jetzt noch auf den Balken. Der hat sich zwar vorhin bewegt, aber... Oh Gott, nein. Keine gute Idee! Keine, überhaupt keine. Warte, oh nein! Komm zurück! Oh nein, ich... Nein! Warte, alles gut? Ich glaube, du kannst zurückspringen. Komm zu mir. Hier sind wir safe, glaube ich. Okay, ich bin jetzt auf einem Balken weiter unten. Oh Gott, hier ist das reinste Chaos, wenn ich hier reingucke. Das ist ja... Da ist nicht mehr viel von dem Wohnzimmer zu sehen. Es ist einfach nur noch Dinge, die durch die Gegend fliegen. Irgendwelche Quader und Zylinder und frag mich was. Alles klar. Ja, gutes Erdbeben hier. Sau gutes Erdbeben. Also, ich kenne zwei Erdbeben, nicht so wirklich. Die sind, glaube ich, mehr ein USA-Ding. Aber ich glaube nicht, dass die so ablaufen. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber... Ich weiß es nicht. In Japan sind doch viele Erdbeben. Ich glaube, beim Erdbeben soll man sich unter einen soliden Holztisch setzen oder sowas. Oder einen Türrahmen. Ja. Kann das sein? Oder wenn man einen Bunker hat. Dann kann man sich in seinem Bunker verbunkern. Ah, das ist tatsächlich eine gute Idee. Hast du überlebt? Ja, ich habe überlebt. Haben wir überlebt. Sehr gut. Ich bin mit einem Vogel im Bett. Ah! Was? Hä, wieso spawnst du immer in deinem Bett, oder was? Ja, man spawnt in seinem Bett, aber in meinem Bett war schon wer. Wir waren nur drei Überlebende. Was? Sogar. Lasst uns spielen, hat sie gesagt. Okay, war doch richtig. Achso, du hast googeln, was er sagen muss. Nein, ich habe jetzt geguckt, ob ich hier, nicht, dass ich mich hier blamiere und was Falsches sage. Gelbe Rutsche, let's go. Nein, guck mal hier! Oh mein Gott! Ein Hamsterrad! Hast du wie so eine große Wäscheschleuder? Ich komm nicht raus! Oh mein Gott! Irgendjemand hat den Stoppknopf gedrückt, Gott sei Dank. Da ist mir richtig schlecht geworden. Ist das einfach eine Waschmaschine für Menschen oder was? Noob-Modul overpowered. Ich glaube, hier kommen Noobs oder so, oder? Dream Power verdoppelt. Was soll das denn heißen? Weiß nicht, du kannst hier hüpfen auf der Hüpfburg. Ich will aber rutschen. Ich bin in der Hüpfburg. Gehst du zur gelben Rutsche? Ja, aber ich... Auf mich ist ein Ball gefallen. Mein Traum ist abgebrochen. Nein! Okay, was ist denn ein möglicher Albtraum? Albtraum? Deutsche Sprache, schwere Sprache? Mit Monster Trucks. Die könnten explodieren. Mhm. Einen überfahren. Benzin ist leer.
Achso, oh oder nein. So? Leute, oh mein Gott, das ist ja krass. Ich will, warte, können wir da reinsteigen? Ich komme da nicht rein. Vielleicht das Blaue? Nee. Alle von... Ja, ach, doch, Mann! Du bist drin? Ja! Du bist da oh mein Gott, ich bin im Grün. Ich fahre. Welche Farbe bist du? Ich bin blau, ich bin neben dir. Okay, okay. Hallo, let's go, wir fahren drin. Ah! Warte, wir können nicht schneiden. Ich schneide die Kurve. Mist, da ist so ein schwarzes Auto. Ich sag, wir sind sicher, wenn wir in den Autos sind. Oh, hallo, Geisterfahrer, mir kommt einer entgegen. Okay, 400 Euro kostet das. Ich bin weitergefahren. Bist du da? Ah, perfekt. Ich bin hinten, ja. Ich folge dir. Ja, sehr gut. Warte, hier wird was blau. Okay. Und der Boden wird brüchig. Oh, das ist... Ich glaube, wir sollten... Komm raus, komm raus. Wir müssen hier hoch. Okay. Komm mit. Ich glaube, der Boden verschwindet. Lass hier hochgehen am besten. Okay. Oh, man kann voll wenig sehen, oder? Das ist ja richtig neblig. Schon wieder die Alien-Emojis. Das scheint der Wissenschaftler gerne zu mögen. Terrorisiert er hier seine... Warum machen wir überhaupt mit? Was ist denn das? Wer hat sich das denn ausgedacht? Frage. Guck mal, man kann hier hochlaufen. Voll cool. Okay. Aber irgendwie kommt man da nicht weiter, glaube ich. Bist du Seiltänzer? Mach mal dein bestes Zirkuskunststück. Zack. Oh, yeah. Voll. Und, würde ich für bezahlen, um das zu sehen. Bist du runtergefallen? Ronja! Was denn? Du hast gesagt, ich soll ein Kunststück machen und jetzt sterbe ich. Nein, stirbst doch nicht, oder? Bist du nicht sterben. Nein. Hä, du rennst doch noch. Ja, noch, aber der Boden geht gleich weg. Ey, sowas sagt man nicht. Oh mein Gott! Oh, ich bin einfach ins Loch gerückt. Ich bin so hoch. Es geht weiter. Okay. Oh mein Gott, wo sind wir hier? Sieht hübsch aus. Aber ist bei dir auch alles so weiß? Bei mir ist alles richtig vernebelt. Ja, okay, bei mir auch. Ich hab gedacht, das wäre mein Problem. Wer ist denn da so laut? Das ist meine Katze, die klopft an der Tür. Ach so, will sie rein? Mhm. Lass sie doch rein. Warte kurz. Ja, es tut mir leid. Und ich bin eine Maus. Sag mal, hast du eigentlich? Ich bin auf dem Sofa, gemütlich. Willst du, dass die Katzen mich fressen oder was? Vielleicht. Ich bin Problem in der Küche, falls du zu mir kommen willst. Und deine Katzen hierher bringst, damit sie mich fressen können. Oh, gute Idee. Warte mal, was ist das? Hier ist irgendein Laserschwert auf dem Küchentisch. Alles klar, es wackelt schon wieder, das ist ein Erdbeben. Jo. Oh, oh, oh. Hä, oh lol, hier ist so ein automatischer Staubsaugerroboter und der eine fährt einfach auf dem Ding rum. Echt? Ja, und die anderen gehen da jetzt auch alle drauf. Vielleicht kennen die das Spiel schon, vielleicht ist man da sicher. Ich bin auch auf dem Roboter. Okay, ich komme mit. Staubsauger. Ah. Oh, komm schnell. Ja, wir sind alle drauf. Ist eingebrochen. Wir schaffen das. Glaub an uns. Wir hinterlassen die Wohnung sauberer, als sie vorher war. Wahrscheinlich. Okay, weißt du was? Abbruch. Ich suche mir ein besseres Versteck. Euer Roboter ist einfach nicht gut. Hast du ein Problem mit mir? Oh mein Gott, mein Roboter fällt! Aber ich bin noch drauf. Oh nein, wer meint jetzt nicht gut? Upload complete? Ja. Oh, wir sind wieder. Wir sind wieder klein! Aber diesmal kennen wir die Tricks. Ja, wir werden überleben. Komm mit, ich zeig dir ein cooles Zimmer. Okay. Boah, du darfst nicht in die Rillen da fallen im Boden. Wir sind nämlich so klein. Das hier ist das coolste Zimmer, okay? Okay. Hier kannst du hoch. Und dann kannst du hier die Lavalampe angucken. Und wir müssen richtig weit nach oben kommen. Hier ist ein Lüftungsschacht, vielleicht da. Vielleicht kommen wir da hoch. Oh ja. Okay. Okay, sicher. Also letztes Mal war das Erdbeben. Ich weiß nicht, ob da immer das gleiche kommt. Es kann gut sein, dass jetzt was anderes passiert. Und wir sind oben. Ich habe eine Kiste! Oh, ehrlich? Ja, hier war eine Kiste. Ich hatte sie schon eingesammelt. Ich hätte sie dir sonst gelassen. Tut mir leid. Alles gut. Hier ist so ein Keul drin. Okay, mach. Ich kann, glaube ich, hüpfen. Ja, ich kann jetzt besser hüpfen. Hast du dieses Gravity-Keul gekriegt? Na! Siehst du? Bist du in deinen Tod gehüpft? Ja, ich wäre beinahe. Aber es ist wieder Erdbeben. Was ist denn, wenn ich mich auf so eine Lampe stelle? Jetzt mal rein, Tier. Nein, habe ich schon versucht. Hast du schon versucht? Keine so gute Idee. Oh, okay. Da bin ich letztes Mal gestorben. Oh. Never mind. Okay. Wo können wir denn? Wo ist eine richtig stabil aussehende Plattform? Oh, ich bin hier auf einer. Oh nein, meine Feld. Aber ist nicht schlimm. Okay. Ich meine, solange nichts auf mich fällt und ich nicht zu tief runterfalle, bin ich ja eigentlich sicher, oder nicht? Seh dich, du bist unter mir. Ich fühle mich sicher. Fühlst dich sicher? Mhm. Wie fühlst du dich? So sicher. Na, nee, nicht sicher. Unsicher? Alles andere, aber nicht sicher. Meine bewegt genau sich nämlich nicht viel. Wir sind so Pflanzen, ich bin irgendwie eingebaut in so einer Art kleiner Gasse. Also finden tue ich dich nicht, oder? Oh, meine schief. Deutsche Sprache. Meine Platte fällt. Meine Platte fällt. Nein. Platte. Nein, sag nicht, wir schaffen das wieder nicht, Ronja. Nee. Ich krall mich fest. Bin. Okay. Aha. Oh Gott, meine Skills sind recht. Wie eine Katze. Wie deine Katzen es tun würden. Okay, ich kletter wieder hoch. Alles gut. Einige Leute leben
leben noch. Ich sehe noch drei Leute gerade. Du lebst noch? Oh, es leben tatsächlich noch viele. Wenn man oben auf diesem Dreaming-Menü schaut. Ach, stimmt. Ah, oh Gott, nein! Meine Platte, warum musst du dich drehen? Bin tot? Ja. Ach, Ronja. Das wird schon wieder. Das wird nicht wieder. Und vor allem jetzt war es vorbei. Jetzt war, oh mein Gott, die paar Sekunden. Komm schon. Das Spiel will mich nicht. Hey, vier Leute. Der Wissenschaftler hasst mich. Der programmiert das extra so, dass ich immer sterbe. Das ist doch... Oh, jetzt wissen wir, dass die Alien-Emojis kommen. Das heißt, ich sag in der Rutsche, sind wir sicher. In der Rutsche? Nein, in der Rutsche. Die ist nicht sicher. Da war ich schon mal drin, die ist kaputt gegangen. Ach so, schön, in der Waschmaschine. Wir suchen dir eine Kiste, okay? Okay, wir suchen eine Kiste. Ja, die Frage ist, wo? Siehst du ich sag oben auf der Hüpfburg, wenn spawnt eine. Ich glaube, die sind noch nicht da, oder? Die spawnen bestimmt erst. Ansonsten, was ist denn hinten in dem Schaumstoffbecken? Vielleicht ist da auch eine. Ich glaube, die werden Mal da hinten leuchtet. Oben auf der Rutsche könnte ich mir gut vorstellen. Wollen wir da gucken gehen? Auf jeden Fall, ja. Okay. Okay, jetzt schnell sein. Boah, es ist dunkel. Ich gehe hier mal den. Easy, ich bin dein größter Fan und Ronja deiner auch. Oh, von uns beiden der größte Fan. War ein Zufall. Okay, warte, komm dir hinterher. Papier. Ah, warte, ich bin hochgeklettert. Aber da hat eine Taschenlampe, bestimmt. Ah, da bist du. Ja. Ah, ich bin oben bei der Rutsche. Sehr gut. Ist hier irgendwo eine Kiste? Vielleicht, wenn man hier reingeht. Vielleicht bei der Tür? Nee. Nee, hier nicht. Aber ich kann die grüne Rutsche nehmen, du die gelbe. Okay. Okay. 3, 2, 1, oh mein Gott, rutscht man schnell. Wow. Ah, das ist ein wahrer Albtraum. Also ich glaube, ich habe... Oh mein Gott, ich habe, glaube ich, selten mehr Albtraummaterial gehabt als in dieser Rutsche. Auf jeden Fall. Holy moly, das war ja scary. Bist du am Ende auch richtig rausgekatapultiert worden? Yes. Okay, ah, das Ding ist, wir müssen es zur Waschmaschine schaffen, glaube ich, damit wir es überleben. Okay, ja, die anderen, die waschen sich schon. Ach so, ja gut. Hier sind richtig viele Geister. Und ab in die Waschmaschine. Ich glaube, wenn die Geister einen berühren, ist man tot, oder? Ja, was ist, kann man auf den Knopf drücken, damit es pausiert? Damit man nicht die ganze Zeit hier einen epileptischen Anfall hat. Bist du drin, oder was? Ich bin drin. Oh nein. Ich bin noch nicht reingegangen. Ich dachte, noch überlebe ich das vielleicht. Ich fühle mich sicher hier jetzt. Die Waschmaschine hat ah, nee, die wäscht schon wieder. Ich bin doch keine Wäsche. Ich muss wieder raus. Ja, weil die Leute wieder immer auf den Knopf drücken. Hört auf, den Knopf zu drücken, ihr Dödel. Leute, echt mal. Ich mach es aus. Das ist doch Anfänger. Oder? Geht das nicht? Das ist doch so. Ich muss gehen, oder? Ah, hallo. Bist du auch drin? Ja, ich bin da. Oh mein Gott. Jetzt, okay, jetzt ist es vorbei. Okay, schnell raus. Raus. Ich will nicht mehr gewaschen werden. Easy. Die hat die gleiche Frisur wie ich. Guck mal. Stimmt. Ah, sie ist mein Zwilling. Ja, das sieht jetzt cool. Die Sprungfeder. Ja, stimmt. Ah, nein. Oh mein Gott, das war knapp. Ja, mega. Das ich habe gerade die Hälfte meines Lebens verloren. Er kommt wieder zurück. Oh, ich glaube, wenn wir nah an der Wand stehen, sind wir sicher. Ja, ich glaube auch. Und oben sind auch keine. Okay. So, jetzt trotzdem Man kann von außen den Knopf auch drücken bei der Waschmaschine. Ich bin doch nicht sicher, schreibt sie. Sie dachte, sie wäre sicher. Oh nein. Aber sie war nicht. Oh, wir haben überlebt. Wir sind ja so gut. Sind wir. Überlebenskünstler. Wie ungefähr jeder andere. Sehr gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen und Easys Kanäle, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.